Herzlich willkommen zurück bei Risen, wo wir endlich in den oberen Teil der alten Festung, der Vulkanfestung sind. Und wo wir uns jetzt weiter umschauen werden. Hi, ich bin Erlan. Haben sie dich auch erwischt? Oder bist du freiwillig hier? Freiwillig. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Gute Entscheidung. Das hätte ich damals auch tun sollen. Was meinst du? Ich habe mich natürlich erstmal versteckt. Sie haben mich dann aber doch gekriegt. Als ich dann hier war, habe ich erkannt, dass das alles halb so schlimm ist. Der Orden sorgt für uns und bildet uns sogar aus. Wahrscheinlich ist der Orden das Beste, was mir passieren konnte. Wenn er meint. Das ist zu riskant. Okay. Was ist deine Aufgabe? Ich versuche als Krieger in den Orden aufgenommen zu werden. Ich will Magier werden. Dann steckst du wahrscheinlich auch mitten in den Prüfungen. Ich komme mit Illomars Prüfung einfach nicht weiter. Du weißt nicht zufällig, welche Zutat man für eine Spruchrolle Nautilus braucht? Nein. Wenn du es rausfindest, sag mir Bescheid. Vielleicht können wir ja unser Wissen teilen. Für welche Sprüche kennst du denn schon die Zutaten? Ich kenne die Zutaten für die Zauber Witz und Telekinese. Nett. Alchemitisch. Illomar. Was willst du? Jervis. Na gut, dann reden wir mal mit Illomar. So, wer bist du denn? Ich bin neu. Dann bist du sicher hier, um was zu lernen. Ja, Meister. Gut, dann sollten wir nicht lange warten und direkt mit deiner Ausbildung anfangen. Ich bin Meister Illomar und dein Lehrer für die hohe Kunst des Spruchrollenschreibens. Bist du bereit? Was soll ich tun? Siehst du die Buchständer hier im Raum? Dort findest du die Grundlagen zum Schreiben von Spruchrollen. Lese und lerne. Wenn du verstanden hast, worum es in diesen Büchern geht, komme wieder zu mir. Wann kann ich die Prüfung ablegen? Wenn du soweit bist. Die Prüfung umfasst das eigenhändige Anfertigen einer Spruchrolle. Wenn du das kannst, bist du bereit für die Prüfung. Na toll. Die Vorbereitung. Der Schreiber bereitet sich mental auf... Ach, das ist doch alles Quatsch. Lass mal sehen. Dann legt er die benötigten Zutaten, die unbeschriebene Pergamentrolle und die Schreibfeder neben den vorbereiteten Runentisch und ist nun bereit, mit dem Schreiben zu beginnen. Das reicht mir. Na, wunderbar. Der Runentisch. Der Runentisch ist ein mächtiges Werkzeug. Bla 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 bla. Oh, hier steht was. Um den Runentisch vorzubereiten, setzt man die gewünschte Rune in die Vorrichtung. So. Das muss reichen. Ja, wunderbar. Jetzt dürfen wir hier noch, keine Ahnung, wie viele Bücher das sind. 1, 2, 3, 4 oder so. Von magischen Spruchrollen verstehe ich. Achso, das war's schon. Das kann's doch nicht sein. Muss ich das ja auch noch lesen? Nein. Ich kenne kein Rezept. Okay. Ich hab schon. Die Grundlagen. Ich kenne jetzt die Grundlagen. Dann werde ich dich mal abfragen. Wie bereitet man einen Runentisch vor? Man muss den Runenstein einsetzen. Sehr gut. Welche Materialien braucht man für eine Spruchrolle? Einen vorbereiteten Runentisch, eine unbeschriebene Pergamentrolle, eine Schreibfeder und natürlich die Zutaten. Sehr gut. Du hast die Grundlagen gemeistert. Bekomme ich eine Schreibfeder? Natürlich gehört es auch zu deinen Aufgaben, dir eigenständig dein Werkzeug zu besorgen. Ich bin sicher, die anderen Schüler werden dir weiterhelfen. Na toll. Kann ich jetzt die Prüfung ablegen? Nein, zuallererst musst du dein theoretisches Wissen vertiefen. Klingt spannend. Das ist es auch. Theorie bildet das Fundament jeglicher Forschung. Du tust gut daran, jegliches Wissen aufzusaugen und dir zu merken. Was ist meine Aufgabe? Du hast ja bereits gelernt, dass jeder Spruch seine ganz eigene Zutat braucht. Das ist nicht dein Ernst. Unterbrich mich nicht! Du wirst die Zutaten für alle Sprüche des ersten Siegels der Magie lernen. Das ist deine Aufgabe. Komme anschließend wieder zu mir. Was sind die Sprüche des ersten Siegels? Wir kennen 6 Zaubersprüche, die auf der Macht der Runen basieren. Also höre, das magische Licht und die geringe Heilung sind die Grundzauber für jeden Magier. Die Telekinese und die Verwandlung in die Nautilus sind die mächtigsten Sprüche. Und dann gibt es noch die Illusion
Und den Witz. Sagtest du Witz? Ja, es ist ein Zauberspruch. Die genaue Wirkung der Zauber wirst du noch kennenlernen. Jetzt ist es Zeit, die benötigten Komponenten zu lernen. Juhu. Wie lerne ich etwas über die benötigten Zutaten? Nun, ein Studium besteht zu großen Teilen aus Beobachtung. Du wirst dieses Wissen in Büchern und in den Köpfen der anderen Schüler finden. Wenn du ihnen bei ihren Forschungen hilfst, werden sie sicher ihr Wissen mit dir teilen. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Ja, hu. Blöd, dass jetzt alle schlafen. Kann ich da schon drauf? Du hast Bronco des Mordes überführt. Damit ist es dir nicht nur gelungen, den Mord an Hemmler aufzuklären. Du hast auch unsere Gemeinschaft von einem gefährlichen Verräter befreit. Ich bin Meister Ignatius. Deine Grundausbildung hast du nun hinter dir. Aber Großes liegt noch vor dir. Du willst mich prüfen? Ich will, dass du lernst. Unsere Prüfungen helfen dir nur dabei. Komm, ich will dir etwas zeigen. Uiuiui. Was kommt denn jetzt? Wen haben wir denn da noch überall? Wo führt er uns hin? Wahrscheinlich in die Bibliothek oder so. Denke ich mal. Ordenskriege. Hätten vielleicht warten so bis Tag ist oder so. Ja. Was hast du mit mir vor? Das hier. Das ist die Bibliothek. Hier wirst du lernen. Weisheit findet sich in Büchern und alten Steintafeln. Welch ein Ort wäre wohl besser zum Lernen geeignet als eine Bibliothek? Ich erwarte von dir, dass du alle Bücher liest. Wenn du glaubst, bereit zu sein, sprechen wir weiter. Das sind so tolle Aufgaben, es ist unglaublich. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Hier. Ach. Über Spruchrollen und Zutaten. Aha. Um Telekinese auf eine Spruchrolle zu schreiben, braucht man etwas Flügelstaub. Flügelstaub. Interessant und gut zu wissen. Interessant. Wow, okay, ich dachte, irgendwas Wichtiges kommt noch. Hier steht etwas über Magie. Das funktioniert immer noch sehr schön. Das weiß man eigentlich natürlich nicht, wenn man hier so normal herumgeht. Aber da ich ja Risse schon mal gespielt habe, weiß ich das. Und jetzt schaue ich mal, ob ich mich erinnere, was da unten ist, oder jetzt draufgehen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Das ist unmöglich. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, was hier war. Ob wir überhaupt Gegner waren. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ach ja, das war das hier, über Telekinese. Telekinese. Die Kraft der Gedanken bewegt Materie. Um Gegenstände aus großer Entfernung zu Magier hinzubewegen. Gut. Auch Schalter und Hebel, die weit entfernt sind, lassen sich auf diese Weise betätigen. Sehr interessant. Sehr schön, was wir hier alles Gutes lernen. Hier in dieser versteckten alten Bibliothek. Kann man da was machen? Nein. Interessant. Ein bisschen Weisheit kriegen wir auch dazu, das ist auch sehr nett. Ich weiß nicht mehr, wo es da unten hingeht, ob es da jetzt tödlich wird. Sieht aber eigentlich gut aus. Levitation. Der Magier versetzt sich in einen Zustand der Schwebe.
Er bewegt sich nur mit der Kraft des Geistes, solange er sich konzentriert. Auch Höhen lassen sich so überwinden. Allerdings erfordert dies mehr Konzentration. Das ist interessant. Ich möchte kurz wissen, was dort hinten ist. Ach, ich glaube, ich verstehe es. Ich kenne kein Rezept. Hier, so und dort rüber, oder? Wieso komme ich da jetzt rein? Ist okay, ich meine, warum nicht? Und die anderen waren alle verschlossen. Verwandlung in einen Nautilus. Ein Tier, das durch die kleinsten Öffnungen passt. Aha. Die dank ihres runden Panzers schnell rollen kann. So was. Der Magier kann auch die Verwandlung vorzeitig beenden. So, so. So, so. Interessant. Und das machen wir auch gleich. Krabbel, 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 krabbel. Zack. Ich dachte... Hallo? Sehr schön. Jetzt gehe ich nochmal dorthin, um dort runter zu springen. Ich will nicht wissen, was da ist. Ich speichere mal. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, ob der Gegner waren. Aua. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Wie immer. Hier steht etwas über mir. Das finde ich schön, dass wir hier so viel Weisheit bekommen. Des Öffnens. Das ist praktisch. Mit dem Willen des Magiers lässt sich jedes Schloss öffnen. Nur mechanische Schlösser, egal wie kompliziert sie sind. Das probieren wir mal mit der Tür und dann mit der Truhe drinnen. Wunderbar. Das gefällt mir. Ich gehe zuerst mal so ab hier alles. Ich würde mir auch wissen, dass wir hier waren. Interessant. Hier steht etwas über Magie. Natürlich steht etwas über Magie. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Linke Seite gehen wir später ab. Komme ich da irgendwie rein? Irgendwie? Das wollte ich gar nicht. Hier steht etwas über Magie. Natürlich kann ich den. Warum kann ich den anderen aber nicht ziehen? Weil sie was anderes öffnet hier. Okay. Der Text handelt von was war das? Ein Skelett. Ein verdammtes Skelett. Oh, 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 oh. Wer hätte denn das ahnen können? Ich spreche mal zu sicher ab. Ich weiß, das kann dumm sein. Ja. 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 Wir haben ein Skelett getötet. Kommt hier noch eins? Vom Schlösserknacken verstehe ich. Das kriegen wir gleich hin. Interessant. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Was ist eigentlich hier? Ah, da ist auch ein Ring. Vorsicht, Vorsicht. Hier steht etwas. Jetzt lese ich mal hier alle Bücher, dann schauen wir uns diese Barriere an. Der Text handelt von magischen Sprüchen.
Speichern wäre auch keine schlechte Idee, nachdem wir das Skelett getötet haben. Ein magisches Kraftfeld. Mal solche Ringe. Ich hoffe, das hält so lange den Weg. Wunderbar. Oh, was haben wir hier? Telekinese. Dietrich. Magiekristall. Nett. Warum geht der Ring nicht? Schade. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Da ist doch was. Da. Was ist das? Also Buchständer, okay. Ja gut, 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 gut. Dann kann ich, glaube ich, wieder herausgehen, oder? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich? Warum ist es unmöglich? Was ist das für ein Buch? Fragen über Fragen. Dann gehen wir mal. Hoppala. Theoretisch hätten wir auch die Seemannskiste dort hinten damit öffnen können. Raus! Wow, ja, verschwinde! Wow, ich wollte nur schlafen gehen. Und dann reden wir gleich noch mit Meister Ignatius. So viel Zeit haben wir. Natürlich ist er nicht da. Gut, dann gehen wir einfach schlafen und den Rest erledigen wir. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Okay, in der nächsten Folge dann. Wenn ich nur wüsste, wo unser Bett ist. Das weiß ich ja immer noch nicht. Ich glaube aber das hier, oder? Weil da ist auch keiner drin, da stört uns keiner. Zack. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Risen. Bis dann.